Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal hatten wir die letzten Nachtexpeditionen abgeschlossen. Waren auch hier in den letzten Folgen im letzten Bereich. Voraussichtlich letzten Bereich, weil es fehlen ja nicht mehr viele Gestrandete, viele Orte fehlen ja auch nicht mehr im letzten Gebiet. Also ich denke mal, innerhalb dieser Woche werden wir das Spiel wahrscheinlich fertig bekommen. Ist meine persönliche Schätzung. Zumindest habe ich jetzt in dieser Aufnahmesession vor, das Spiel zu Ende aufzunehmen. Also könnt ihr euch das jetzt so denken. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns im Gebiet wieder, ne? So, Leute, wir sind jetzt im Urwalddickicht. Also hier unten, das Gebiet, das haben wir ja schon so einigermaßen abgeschlossen. Ich sag einigermaßen. Wir haben ja zum Beispiel hier noch eine Dandori-Herausforderung vor uns. Hier vorne ja auch. Ich wollte jetzt aber bevorzugt erstmal hier da vorne das Gebiet machen, dass wir uns hier auch diesen Reisepunkt holen. Dann könnten wir ja von dort aus weiterarbeiten. Und von dort aus dann mal weiter gucken, ne? Angeblich soll hier oben auch noch ein Schatz sein. Den sollten wir uns mal eben kurz holen. Jetzt lass mir einfach mal die Weißen machen. Sie haben ihren Schatz gefunden. Wenn ich mich genug anstrenge, komme ich vielleicht hier auch mal irgendwann hoch. So, da vorne ist unser nächstes Ziel. Machen wir aber erstmal die da fertig. Angriff! Der kann sich nicht mehr wehren! Er konnte sich halt echt nicht mehr wehren. So, da kommt doch 100 pro was raus. Doch nicht? Hier kam was raus. Alle Mann hier hin. Lass die Dinger mal in Ruhe. So, ich habe mir gemerkt, ich brauche nur 30 von den Eis. So, Abtransport. Das ist als nächstes. Gönnt euch. Die bleiben erstmal noch da drin, die werden noch dort gebraucht. So, wir machen mal kurz eine Hüpftour. Ah, so kommt man einfach nur wieder hier schnell hoch. Okay. Spielzeuge der Giganten haben wir fertig. So, Truppen neu aufgeteilt. Angriff! Währenddessen macht ihr mal dort. Das sollen nur die Weißen machen, bitte. Ihr dürft den da mitnehmen. Mach mal den Wollknäuel runter. Haben wir eine Abkürzung. Dann ist der See kein Hindernis mehr für uns. Ich glaube, wir sind da, wo man aus diesem Loch rauskam. Thank you.
So, da oben sind wir fertig. Den haben wir. Ich dachte mir schon, dass eins davon fake ist. Angriff! Ja, wie ist der denn an Gift gestorben? Das war ein Giftresistenter. So. Hier schwebt das ja da oben. Ich glaube, das muss ich auch von oben holen. Getroffen. So, von oben aus da dran. Die Truppe ist komplett. Der Rest baut hier mal die Brücke. Der wird glücklich. Ja, ein Doppling. Heute dann Dori, morgen mehr dann Dori. Der Gedanke an Dandori hat diesen Doppling völlig verändert. Wir müssen ihn davon befreien. Aber wenn er Spaß dran hat, wer wären wir denn, ihn diesen Spaß zu nehmen? Schwere Dinge sind wertvoll, aber schwer zu transportieren. Wie du transportierst, ist wichtig. Dort zeigt sich dein eigener Wert. So, erstmal Übersicht. Elektro wird dort gebraucht. Da wird Fels gebraucht. Ich würde so sagen, so zwei, drei mindestens machen da durchgehend. Transport, nachdem das kaputt ist. Überlege ich gerade nur, wie rum wir gehen sollten. Ich glaube, es wäre wertvoller, danach auch hier mindestens so fünf abzubestellen, die das durchgehend abtransportieren. Dass wir hier das dann durch in den Aufgang machen. Na gut, ein Plan steht. So, arbeitet ihr schon mal daran, das aufzumachen? Angriff. Oh, ich habe ihn in der Luft gestunt. Ich sehe komischerweise meine Anzeige nicht. Ah, jetzt sehe ich sie. So, fünf setzen sich daran. Mach mal Transport. Okay, die fünf nehme ich schon mal mit. Die Steinbombe nutze ich einfach, um die entweder die Steinwand oder den Typen springen. Ich überlege gerade. Ich glaube, Typen springen wäre besser.
Hat er zumindest schon mal Schaden. So, die arbeiten da schon mal. So, jetzt ist hier offen. Otsche nimmt das da schon mal mit. Machen wir hier auf. Zwei haben den Dienst verweigert. Die sollten es eigentlich so langsam sicher kaputt haben. So, kommt zurück. Ich wollte jetzt erstmal die Kleinen da loswerden. Angriff. So, RIP. RIP. Den transportiert Ott schon einmal ab. Er gräbt da schon mal. Otschin, nimm mal die Mutter Monika mit. So, Otschin nimmt den mit. Okay, Ultramotiviersaft. Da kann ich nur drauf werfen. So, was ist denn da oben? Ah, ich sehe schon. Nee, ich glaube, das hier muss ich nochmal machen. So, Leute, ich bin jetzt hier oben und ich habe einen Plan. Also zuallererst müssen natürlich alle Pigments hier oben direkt arbeiten. Ich würde sagen, die gelben Pigments setzen sich einfach direkt da dran, komplett. Das schieben wir einmal runter. Dann kann ich hier auch mit Olim, mit mir hoch. Ich bin wieder im alten Spiel gerade drin gewesen. So, die großen Dinge transportiert Otschen ab, die kleinen die Pigments. Ganz ehrlich, es müssen eigentlich von Anfang an noch durchgehen, welche hier oben arbeiten. Das klappt das nicht. So, Leute, ich bin jetzt wieder hier. Ich habe das jetzt mal ein bisschen anders geregelt. Ich habe die größeren Viecher da unten einfach jetzt mit Bomben hingerichtet. Eine sehr kluge Entscheidung übrigens, weil das wesentlich weniger Zeit frisst. Und jetzt stehe ich hier oben, reiße erstmal diese Wand hier ein. Und dann gucke ich, dass ich den Abtransport jetzt mache. Am besten das große Zeug, das transportiert Otschin ab. Und das Goldzeug, das transportieren am besten die Pigments jetzt schnell ab. Welches wird trotz allem sehr, sehr knapp. Ach komm, bitte. Nee, besser kriege ich es nicht hin. Also ich habe wirklich mein Bestes gegeben, Leute. Ich habe die kleinen Viecher halt wirklich sogar mit, also die größeren Punktkäfer, die Bomben hingerichtet und den Orkolog mit den, mit dem Motiviersaft, aber ich habe es trotzdem nicht perfekt hinbekommen. Aber ist ja jetzt auch egal. Ich habe jetzt hier wirklich 4 Versuche dafür gebraucht. Und besser wird's nicht.
kann nicht sein. So schwindlig. Diese 30 Rohmaterialien sind deine Belohnung. Und K.O. Im Ernst, ich habe jetzt hier 4 Anläufe versucht und ich habe es trotzdem nicht hinbekommen. Du hast es geschafft, Shining. Komm schon, hol mir diese gestrandete Person da raus. Ich hatte übrigens sogar die Elektrozäune mit Otschin eingerissen statt mit den Pigments. Mit den ganzen Blättern ist es unmöglich festzustellen, wer das ist. Trotzdem, wir müssen diesen Laubling natürlich retten. Wenn er wieder in der Höhle verschwinden würde, wäre das nicht gut. Wir sollten Schlittendecke dieser Höhle geschlossen halten. Die sagt immer den gleichen Text. Zu 50% erst. Gut, da mitnehmen. Und hier kann man so durch, ne? Ist das ein Goldbahn? Ja, das ist ein Goldbahn. So, das transportieren wir die Flügel weg, wollte ich sagen. Aber dafür brauche ich entweder ein schwereres Kaliber oder ich brauche Otschin hier oben. Es sieht eher so aus, als ob ich die Lilanen an der Stelle brauche. Warte mal. Ja, wir wissen eh, dass es nicht vorgelesen werden kann. Jetzt sollen bitte die hier machen. Aber ich brauche dann trotzdem 100 Lilien, um das anzuheben. Dafür habe ich doch nicht die Pigments. Es muss doch noch einen Weg geben, Otschin dahin zu kriegen. Warum müssen die Viecher hier sein? Wenn das Vieh schon eingeeist ist. Ah, hier bin ich. Nicht gedacht, dass man das vereisen kann. Otschin ist immer eine Notlösung. Nee. Die Option, die wir hier haben, ist immer noch die nächste. Lass mir das mal den Trupp wegmachen, obwohl das sollte lieber der Eistrupp machen. Die beste Option ist halt nach wie vor Otschin irgendwie da oben hinzubekommen. Da kommt das Abrisskommando. Man führt das dorthin. Nee. Führt auch nicht dorthin, wo ich hin will. Haben wir hier erstmal frei. Ja, toll, schon wieder so einer. Ey, ganz ehrlich. Frisst die Bomben. Keine Zeit für dich. Okay. Abtransport, Leute. Otschin, nimm du den mal mit.
Da ist eine dicke, fette Zwiebel. Ich glaube wirklich, viel mehr werden wir hier heute nicht mehr mit hinbekommen. Da ist auf jeden Fall Louis. Louis wollen wir als letztes machen. Hier ist richtig sehe, sind wir aber hier wirklich weit durch, ne? Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie Otsche zu dem Goldbarm bekommen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Da ist eine Dandori-Herausforderung. Hier ist halt noch die Zwiebel und die fette Krabbe. Und hier wird noch irgendwas sein. Vielleicht bläst das ja dort rüber, was dort ist. Wir können jetzt zumindest das Teil schon mal ausgraben. Ich denke mir nicht, dass wir das noch nach Hause bekommen. Dann gucken wir uns hier zumindest schon mal um. So, rein da. Nee, ist eine Abkürzung. Na gut, viel mehr kriegen wir jetzt nicht mehr hin, ne? Also, zurück zur Basis. Okay, wir sind wieder daheim. Wir haben einen Laubling gerettet. Den Götterfisch nach Hause gebracht. Und eine weitere Kollektion abgeschlossen. Also eine weitere Serie, die lesen wir uns dann jetzt noch schnell durch. Oh, das hier klingt interessant. Seien Sie, Captain Olimar, wissen Sie noch etwas aus der Zeit, kurz bevor Sie zum Laubling wurden? Irgendwelche Details? Eigentlich nicht. Nur, dass es mir bei dem Prozess nicht schlecht ging. Eigentlich habe ich mich sogar ziemlich gut gefühlt. Ein kohlensteifer Nacken, all die Scham, die ich mir zugezogen hatte, wie weggeblasen. Hm, die Blaue bringt also wohl einen Heileffekt mit sich. Das sollten wir unbedingt einmal näher untersuchen. Du planst doch nicht schon wieder irgendwelche Experimente, oder, Spanel? Ich glaube, das tut ja. So, mal gucken, wen wir hier gerettet haben. Risikokapitalunternehmer Fuchs, Heimatplanet Konohan. Häuft enorme Reichtümer durch Gründung und späteren Verkauf von IT-Unternehmen an. Motto: Und tschüss. Ja, hier endet die Arbeit natürlich nicht, ne? Mit dem 4 können wir uns jetzt nichts bei ihr gönnen, ne? Meines hat 5 gekostet. Ne, 8 sogar. So unpraktisch, dass man das als allerletzte Fähigkeit bekommt. Das ist mega unpraktisch. Die hätte man wesentlich früher gebraucht. Mit den einem Typen reden wir beim nächsten Mal. Dann gehen wir jetzt noch die Schatzeinträge durch. Haben ja keine neuen Viecher gefunden. So, wir haben die Serie Spielzeuge der Giganten nämlich abgeschlossen. Und die lesen wir uns jetzt noch durch. Angefangen mit dem Sinkboot. Ein seltenes, wertvolles Stück. Einst wurde mit seiner Hilfe die Zukunft des Dorfes vorhergesagt. Sollte es durch ein Wunder doch nicht sofort sinken, hat das Dorf den Segen der Götter. Leider geschah dies nur sehr selten. Ach, die Götter mochten die wohl nicht.
durch göttlichen Beistand soll dieses Segelboot auf dem Wasser schwimmen können. Da ist sicher auch viel Glück im Spiel. Pech hatte ich selbst schon oft. Doch zumindest habe ich bis jetzt überlebt. Allerdings könnte ich etwas göttlichen Beistand brauchen. Als nächstes der Götterfisch. Ich bin es gewohnt, dass Fische auf Bildern von der Seite zu sehen sind. Nicht von oben, wie bei diesem Objekt. Vielleicht liegt es daran, dass es auf dem Wasser schwimmen soll. In der Realität wird man einem solchen Fisch kaum jemals begegnen. Ein heiliger Fisch, den alte Götter zu ihrer Erbauung erschufen. Sie ließen den Fisch in einer Himmelsquelle schwimmen und gaben vor, ihn fangen oder füttern zu wollen. Die Götter verfügten wohl über zu viel Freizeit. Ja, eventuell. Als nächstes der Weltraumkreisel. Lustig, das ist ein Fidget Spinner. Weltraumkreisel. Wird dieses Objekt um seine Achse gedreht, rotiert es mit enormer Vehemenz. Die Rotationsstrukturen des Weltalls dienten beim Design als Vorbild. Und wie beim Universum fragt man sich beim Kreisel, gibt es irgendwann auch ein Ende? Das Universum scheint sich sehr langsam zu bewegen. Doch das ist eine Frage der Perspektive. Für andere dreht es sich vielleicht so schnell wie dieses Fundstück. Wenn ich mir darüber genauer nachdenke, wird mir gleich etwas schwindelig. Der Satzbau ist irgendwie ein bisschen konfus. Glücksverheißender Vogel. Es gibt viele Bräuche, sich mit einem Talisman etwas zu wünschen. Ich wünsche mir Glück für meine Familie, doch ich suche nach einem passenden Talisman. Und sicherlich hofft meine Familie auf meine Rückkehr. Vielleicht gelang es ihnen, einen zu finden. Jemand hat eine Menge Arbeit investiert, um diese Replik einer flugfähigen Kreatur anzufertigen. Aus jeder Falte sprechen der Schweiß und die Gebete ihres Erschaffers. Doch die harte Arbeit und Hingabe zahlten sich aus. Denn man kann die mächtige Aura im Inneren dieser Falten spüren. Und sie weiß Gutes. Vielleicht fühlt man sich deshalb beschwingt, wenn man guter Laune ist. Echter Schenkelklopfer. Gefieder des Phönix. Eine Skulptur des unsterblichen Phönix. Bei dem roten Papier muss es sich um eine Darstellung seines flammenden Gefieders handeln. Zwar ist Unsterblichkeit nichts als ein Traum, doch dieser Vogel drückt den Wunsch aus, ihn wahr werden zu lassen. Dieser Vogel erinnert mich an eine mystische Kreatur, die denjenigen Unsterblichkeit verleiht, die mutig genug sind, danach zu suchen. Ich möchte nicht für immer leben. Und die Idee, mein Leben zu riskieren, um den Tod zu vermeiden, klingt in meinen Ohren äußerst falsch. Ist es nicht besser, einfach das Leben bis zum Ende zu genießen? Die rote Farbe gefällt mir trotzdem. Ja, die hat was. Ich fand die blaue aber schöner. Unvergleichlich wertvoller Vogel. Ein Talisman, der einzig dem Reichtum gewidmet ist. Er scheint nur vulgär. Andererseits ist Geld zweifellos eine Notwendigkeit des täglichen Lebens. Eine Zwickmühle. Aber es gibt eine gute Lösung. Mehr Geld! Wäre es nicht schön, etwas reicher zu sein? Ja, das würde Probleme lösen. Ein aus Goldpapier gefertigter Vogel. Der Wieners Vorbild ein Glücksbringer sein soll. Der endliche Wünsche wahr werden lässt, da es im Universum unendlich viele Wünsche gibt, wird dieser Vogel über Jahrtausende sicher viel zu tun haben. Kugel des Hoffnungsrituals. Diese Kugeln waren einst Teil eines Neujahrsrituals. Jede Kugel verkörperte Träume und Hoffnungen ihres Besitzers. Wurde sie mit dem rituellen Stab gefangen, gingen die Hoffnungen in Erfüllung. Einem solchen Ritual beizuwohnen, war sicher wunderschön. Ja, wahrscheinlich. Vor langer Zeit vertrauten Leute dieser Kugel ihre Wünsche an. Diese Wünsche haben ganze Zeitalter überdauert und sind noch immer präsent. Ich fände es tröstlich, wenn auch meine Träume nicht mit mir endeten, sondern fortleben würden. Ja, aber meistens ist es nicht so. Stab des Hoffnungsrituals. Der Gedanke, einen Traum zu fangen, fasziniert mich, doch ist er schwierig umzusetzen. Es klingt mir einfach nicht, die Kugel mit dem spitzen Ende zu fangen. Vielleicht sollte ich etwas Einfacheres versuchen, doch welchen Einfluss hat das auf den Traum? Ein ritueller Stab, der bei Neujahrsfeierlichkeiten zum Einsatz kam. Landete eine Kugel auf der Spitze, gingen die Wünsche ihres Besitzers in Erfüllung, was Freudentänze hervorrief. Obwohl davon ausgegangen wird, dass diese auch unabhängig davon stattfanden. Ein sehr beliebtes Kinderspiel übrigens. Damit kann man ein Kind stundenlang beschäftigen. Göttlicher Ball. Ja, das ist definitiv ein göttlicher Ball. Vielleicht hat eine höhere Lebensform das Papier gefertigt, aus dem er besteht. Es ist hauchdünn. Man lasse diesen Ballon nicht aus den Augen. Denn selbst die kleinste Brise trägt ihn fort. Ein einzelner Windstoß. Und schon ist er für immer verschwunden.
Verliert er seine Form, pumpt man einfach mehr Luft hinein. Und er wird wieder wie neu. Das Material, obwohl dünn wie Papier, wird Wasser abweisen. Nur eine sehr fortschrittliche Zivilisation kann ein solches Kunstwerk erschaffen. Es macht mich ganz nachdenklich. Dieser Ballon ist wie das Leben, zerbrechlich und widerstandsfähig zugleich. Ja, und das war hier der Spielzeuge der Giganten. Ja, Leute, was davon ist euer Lieblingsspielzeug, ne? Also ich fand die Wasserbälle immer ganz schön. Und als Kind habe ich tatsächlich auch so ein Sinkboot gehabt. Also nicht dasselbe, aber ich hatte etwas in der Richtung. Der Fidget Spinner Hype habe ich nie verstanden. Du warst ja echt ein Außenseiter. Also zumindest für Schüler war es so, dass die Außenseiter waren, wenn sie keinen Fidget Spinner hatten zu der Zeit. Absolut kein Verständnis dafür gehabt, ehrlich gesagt. Na gut, ne? Ich würde aber sagen, wir sind hier für heute fertig. Beim nächsten Mal wieder eine Dandori-Herausforderung mindestens. Und vielleicht kriegen wir ja den Goldbahn dann da irgendwie weg. Mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht mal ansatzweise genügend lila Pigments habe. Einer davon trägt halt für 10 und ich brauche, selbst wenn man Otsche mitrechnet, ja mindestens ich hier 100 davon. Obwohl 99, er kann halt für 100 tragen, vielleicht 90. Also, da brauche ich einige lila Pigment. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.